Peter Brogmann hat es gerade angesprochen. Der Tag nächste Woche, morgen in einer Woche, der 5. August, da plant die Bahn eine große Presseschau. Mit einem geschmückten Bagger wollen sie mitten im Schlossgarten die Baugrube Nummer 16 eröffnen. Und das, obwohl, wie wir alle wissen, die Finanzierung von Stuttgart 21 vollkommen ungeklärt ist, trotz zahlreicher Gespräche zwischen Bahn, Land und Stadt, trotz zahlreicher Äußerungen, dass niemand die Mehrkosten tragen wird. Und obwohl die Bahn wird dies tun, die diese Baugrube öffnen, obwohl unser Kopfbahnhof mehr Züge leistet und besser ist, obwohl, die Liste ist lang, wir kennen die Argumente und unsere Empörung ist groß. Eine ganze Reihe von Gruppen haben sich diesen 5. August ausgesucht, um einen Aktionstag im und um den mittleren Schlossgarten herum zu veranstalten. Es sind zwei Flyer dafür unterwegs, ein hellgrüner und ein weißer. Auf dem hellgrünen ist die Bannerparade beschrieben. Da versuchen wir mit einer Menschenkette und vielen, vielen Bannern, die in den letzten Jahren zusammengekommen sind, diese Baugrube rund um den Schlossgarten zu umzingeln. Und auf dem weißen Zettel sind weitere Aktionen beschrieben, unter anderem auch eine Kundgebung abends um 18 Uhr vor dem Bahnhof. Greifen Sie sich diese zwei Zettel ab, wenn ich so in Ihre Runde schaue, sehe ich zumindest den hellgrünen auch hier und da schon. Das heißt, die Leute sind auch schon durchgegangen und haben diese Zettel verteilt. Informieren Sie sich, es ist noch eine gute Woche Zeit. Morgen in einer Woche große Presseschau der Bahn. Und wir, der bürgerliche Widerstand, sind den Vormittag über mindestens und am Abend um 18 Uhr vor dem Bahnhof, um den Bahnhof und zeigen, dass wir weitermachen mit diesem Widerstand. Und bringen Sie an diesem Tag mit die Ortsschilder. Viele von Ihnen haben zu Hause diese gelben Ortsschilder. Vor einem Jahr haben wir diese gelben Fahnen verteilt. 1000 Stück. Die müssen irgendwo noch rumliegen bei Ihnen zu Hause. Bringen Sie die an diesem Tag mit, damit wir ein klares, eindrückliches Bild zeigen den Medienvertretern und der Öffentlichkeit rund um den Schlossgarten. Wir wollen Stuttgart 21 nicht und wie ich vorher dargestellt habe, den notwendigen Sündenbock haben wir auch. Mappus war schuld. Kommen wir nun zur Zwischenmusik mit Roots House. Roots House.